Ja. Guten Morgen, Freunde, ich grüße euch. Heute quasi letzter Tag unserer Ausfahrt. Wir sind noch in Walheim. Nach dem Frühstück ist das Wetter gemischt. Und wir wollen jetzt Richtung Bad Tölz. Von dort aus vielleicht zum Walchensee. Das hängt davon ab, ob es regnet oder nicht. Aber wir wollen uns ein paar Berge angucken. Und boah, es ist frisch heute. Ich glaube, ich ziehe mir nachher noch was drüber. Und ja, den letzten Tag hier in Bayern genießen. Also, kommt mal mit. Gestern. Sehr welliges Gelände, hoch und runter. Ja, wir wollten es aber nicht anders. Also durchbeißen, weiterfahren. Tja, der Tag beginnt heute sehr glorreich. Wir haben schon wieder eine Panne. Heiko hat einen Schleicher. Wieder hinten und beim Versuch den Schlauch aufzupumpen haben wir das Ventil abgebrochen, so dass wir jetzt die Pumpe nicht mehr aufschrauben können. Wir haben uns jetzt hier einen Autoservice gesucht, die zum Glück gerade genau in der Nähe waren und fragen, ob die ein bisschen Luft für uns haben. Und? Passt? Nee, passt da nicht. Kommt, wir brauchen was. Wechsel den Schlauch jetzt hier und pumpen. Tja, Mist, passt nicht. Wir müssen doch jetzt den Schlauch wechseln und mit der kleinen Pumpe weiterhin pumpen. Also, bleibt spannend heute. Super Beginn. Alles nicht schlimm. Hier ist nur ein Schlauch. Wenn es der linke Arm wäre, wäre es schlimmer. Oder das rechte Bein oder sowas. Der Schlauch, der ist schnell gewechselt, da geht's weiter. Hier, du kannst wirklich den Schlauch, brauchst nicht wegschmeißen hier. Wir brauchen nur das Teil wechseln. Also, hier. Das war das Problem. Im Endeffekt war's, Ventil kaputt. Deswegen konnten wir es jetzt nicht aufpumpen. Glücklicherweise haben wir den Kopf vom Ventil aus der Pumpe wieder rausbekommen. Sonst hätten wir gar nicht die Pumpe verwenden können. Also der hier, der Schreibtischtäter, der kann hervorragend diese Büroklammern knicken. Aber hier Ventile oder Luft aufpumpen, das muss er noch ein bisschen üben. Wir überlegen, ob wir jetzt zusammenlegen und da bauen wir den so ein kleines Gerät. Das, was man auf dem Büro-Schreibtisch stellen, da kann der dann immer so alle 10 Minuten mal probieren, wie man pumpt. Deswegen fahrst du gerne in der Gruppe. Ja, damit er demnächst, und dann wechselt er ab heute, wechselt er jetzt jeden Schlauch hier, damit er es auch mal lernt. Hat's doch rausgekriegt, ja? Nico hat's rausbekommen. Zange. Hier, mit der Zange hier. Kriegt alles raus. Aus mit Löchern kriegt er alles raus. Ja. Du musst es ganzheitlich machen. Es muss aus der Mitte des Körpers kommen. Sei eins mit dem Reifen. Um, muss ich sagen. Ja. Du bist so verkrampft. Das ist verkrampft. Bist du immer so verkrampft? Daheim. Geh mal her, ich guck mal. Junge, das macht dich. So, Schlauch gewechselt. Weiter geht's. Mal schauen, wie lange noch, bis irgendwas wieder passiert. Ach, naja. Also, wollen wir doch weiter Spaß haben. Wir sind in Königsdorf, das ist noch ein Stück bis Bad Tölz entfernt. Ja, ich weiß nicht, ist das ein Städtchen oder ein Dorf? Ich glaube ein Dorf. Sieht so klein aus. Aber die Kirchen sehen hier schon anders aus als bei uns in Thüringen. Schaut mal da oben. Da fangen die Alpen langsam an. Da gerade vor uns, da ist irgendwo Innsbruck. Jedenfalls war es ausgeschildert. Aber heute fahren wir da nicht hin. Reicht schon mal, erstmal Bad Tölz erreichen.
So Freunde, jetzt sind wir in Bad Tölz. Wir haben beschlossen, uns hier irgendwo einen Kaffee zu suchen und mal ein kurzes Päuschen zu machen. Zum Beispiel hier oder... Ah ne, wir fahren erstmal über die Isar, gleich hier über die Brücke und suchen uns die Innenstadt. Boah, hier ist viel Verkehr. Mega, schaut das mal her. Schaut euch das mal an. So, Isar ist hier. Da, und die Alpen im Hintergrund. Mega. Ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Geil. Hier, das sieht cool aus, von außen, ne? Fälsch mit Kaffee trinken. Jetzt haben wir uns hier in Bad Tölz einen Radladen gefunden, um einen neuen Schlauch zu kaufen und den Reifen von Heiko noch zu pumpen. Und lustigerweise einen Specialized-Händler entdeckt und auch einen Cervelo-Händler. Der hat hier so einen Cervelo-Rahmen als Aushang hängen. Radboutique. Und Nico, was sagst du zu dem Lädchen? Ja, schöner Laden, finde ich. Ja? Mhm. Auch Specialized? Ja, auch Specialized. Aber wir wollen keine Werbung machen. Nein. Und? Hast du da jetzt bekommen? Heiko, du hast jetzt dein Rad abgegeben und dafür einen Schlauch bekommen. Genau so. Also entweder Rad... Falls es mehr war, es ein Schwert. Bei Schweife. Schlauch. So. Dann fahren wir jetzt mal weiter, gell? Ja. Jetzt nach der Pause ist die Motivation auch etwas besser. Wir haben die Hälfte der Höhenmeter weg und gerade mal nur 45 Kilometer. So, jetzt quasi fahren wir von Bad Tölz in Richtung des Walchensees. Der sich langschlängelt und die Berge links und rechts drumherum. Wenn es nicht so anstrengend wäre, wäre es doch richtig geil. Tja, jetzt haben wir hier noch so einen tollen Radweg gefunden. Mega asphaltiert, breit für uns alle. Da müssen wir nicht mehr auf der Straße fahren, aber es sind hier ganz schön viele Steine auf dem Weg. Muss man aufpassen. So, das Fleisch, was von hier kommt, ist definitiv Bio. Schaut euch die glücklichen Kühe da oben mal an. Alle auf der Weide, auf frisches Gras und Auslauf. Nico fällt hier auf der Gegensfahrbahn, filmt nebenbei oder telefoniert, ich weiß es gar nicht. Hier wird das Holz fertig gemacht. So, jetzt geht's berghoch. Hier eine Quelle mitten aus dem Berg. Hier ist steil berghoch. Heiko kämpft. Aber ich gebe nicht auf. Zumindest noch nicht. Hier sind wir vorne. Und dann kommen wir zum Walchensee. Huch. Guck mal hier. Die Berge. Und der Heiko. Das an, wir sind da, wir sind am Walchensee. Ey, das türkisblaue Wasser, ist das geil.
Mist, ey, Wahnsinn. Diese schöne Abfahrt jetzt. Wahnsinn, Leute, schaut euch das mal an. Ich gehe gleich nah ran. So, wer springt als erster rein? Ja, wir kommen mal rein. Nee, Basti hat gesagt, drüben wollen wir baden. Wo? Wo da drüben? Noch hier über den Berg rüber. Guck mir jetzt bestimmte Zeichen, das ist mir gar nicht aus. Aber wie geil ist das denn, Leute? Also es ist wirklich eine super schöne Kulisse, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ein bisschen hellblau wäre. Nach dem bisschen Berg. Ich dachte, hier geht 6 Kilometer bergauf. Rocco hat noch gesagt, hier 6 Kilometer jetzt hier. Und dann war es hier nach 200 Meter vorbei. Ich war fast ein bisschen enttäuscht. War gerade mal 8 Kilometer, gell? Aber nee, ich hoffe, dass noch was kommt, gell, Rocco? 200 Höhenmeter, ein kleiner Anstieg. Können wir es nochmal ausfragen. Ja. Dann extra noch Körner gespart, gell? Runter. Ich dachte, es geht noch ein bisschen. Und dann geht's noch. Das haben alle. Jetzt haben die gewonnen, die sonst eigentlich einen Bergsprint. Du hast es hinten. Du hast die Körner alle zu Hause gelassen. Wenn hier die Sonne scheint, ist der türkisblau, der See. Ja. Guck mal hier. Da frisst jemand hier Fisch dran rum. Siehst du das? Hier, ich geh jetzt mal rüber. Das ist einfach nur mega geil. Mach einfach einen Strick an die GoPro und schmeiß es mal rein. Wollen wir das mit Rädern machen? Ja, wohin hier? Ja, hier vor dem See. Alter, ist das schön. Entschuldigung, würden Sie ein Bild mit uns machen? Ja, gerne. Herrlich. Leute, ist das nicht geil? Am Walchensee in Oberbayern, am Fuße der Alpen. Wahnsinn, geil. Ne? Wenn ihr hier unten seid, müsst ihr den See euch auf jeden Fall mal angucken. Ja? Und wenn die Sonne scheint, hat der Jens gesagt, ist es noch geiler. Ja? Aber trotzdem, fahrt mal hier hoch. Die Strecke verlinke ich bei Strava, wenn es einem gefällt, wenn es einen interessiert. Ja? Also, machen wir jetzt ein schönes Gruppenbild und fahren weiter. Wahnsinnig schön ist das hier. Ach, ist das traumhaft. Da hat sich auch die Anstrengung gelohnt. Also, aber hier ist es noch alles recht nass nach dem Rennen, nach dem gestrigen Guss. Klar, hier kommt auch keine Sonne hin, aber es geht. Das heißt, wenn wir nach Hause kommen, erstmal Bike putzen und alles neu schmieren. Das ist eine geile Kulisse hier. Mir gefällt das sehr gut. Letzter Blick nach dem See. Und auf den Berg hoch.
Schau mal, was hinter dir für eine Kulisse ist. Das gibt's doch gar nicht. So schön. So was habe ich ja noch nie gesehen. Ist das das Alpenvorland? Nee, sind die Dolomiten. Oder ist das das Voralpenland? Was ist denn eigentlich richtig, Herr Doktor? Das ist Auenland. Auenland. Okay. Wunderschön. Mega schön heute. Jetzt ein 36er Tempo. Bis nach Hause hoffentlich. Geil. Ich glaube langsam, die färben hier das Wasser, die Seen. Sogar die Pfützen. Hier sind sogar die Pfützen blau. Ist doch nicht normal. Vielleicht hast du doch was gesagt von gestern. Nein, die ist alles blau. Jede kleine Pfütze ist blau hier. Müssen wir gucken, ist doch nicht normal. Machen die was rein. Ich glaube, der Nico ist blau. Glaube ich nicht. Blau gefahren. So, auf die letzten Kilometer haben jetzt Nico und Heiko beschlossen, die Räder zu tauschen. Wir haben jetzt die Sättel hoch und runter gemacht, dass es passt. Bin mal gespannt, ob es einen Unterschied macht. Ja, ihr Helden. Ich bin auch gespannt. Haben wir einen Radtausch? Ja. Tausch nur noch im Wind. So, ja, das stimmt. Das hat verpflichtet, ne? Musst du vorne fahren. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Nein, jetzt gibt es keine mehr. Mhm. Also jetzt bin ich gespannt. Jetzt kannst du, musst du abliefern. Also Heiko, wenn du jetzt wieder Platten hast, gell, leg dich am Fahrrad. Kommst du hier So, das letzte Mal Panorama genießen. Hier, Jungs. Wie das letzte Mal? Wir fahren morgen nochmal. Morgen nochmal. Aber nicht bis hierher. So Leute, den Abschnitt, den wir gerade fahren, fahrt bitte nicht nach. Wir hatten eine riesen Pfütze auf dem Weg, einen halben See. Nico und Tino sind durchgefahren. Wir haben gedacht, wir sind ein bisschen cleverer und fahren drumherum. Ja. Am Ende sind wir irgendwie ewig lang einen beschissenen Gravelweg mit unseren Rennrädern lang gefahren, bis wir an einen Bach kamen. Ach, hier geht's doch berghoch. Bis wir an einen Bach kamen, durch den wir am Ende trotzdem durchfahren mussten. Der war so tief, dass die Füße mit drin versunken sind. Ich habe nasse Füße, ich habe Pfützen in den Schuhen. Das Rad sieht aus wie Schwein. Am Ende haben wir nichts gekonnt. Ach, leck mich doch. Dafür haben wir aber eine geile Aussicht. So, hier wären wir eigentlich, von hier wären wir eigentlich gekommen. Ja, keine Ahnung, jetzt müssen wir Nico und Tino suchen, wo die hin sind. Weil da müssen wir jetzt lang. Mit nassen Füßen. Ja, wo ist Nico? Wir sind hier im Dorf, im Dingsdorf. Nächste. Wir müssen hier weiter. Na dann, los geht's, fahren wir los. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make. Zurück in Weilheim, sind wir gleich da. Jetzt suchen wir uns irgendwo eine Autotankstelle, damit wir die Räder ein bisschen sauber machen aus dem Gravel-Einsatz. Und dann geht's zurück ins Hotelzimmer. All of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Freunde, wir sind zurück nach knapp 125 Kilometer. Radfahrt war mega schön. Der Weichensee hat mir sehr gefallen. Ich kann jedem nur empfehlen, dort mal lang zu fahren. Was mich aber hier in Bayern extrem nervt, das sind die Autofahrer. Wir sind an allen drei Tagen, also jeden Tag, angehupt, ausgebremst und beim Vorbeifahren aus dem Fenster beschimpft worden von den Autofahrern. Ich verstehe die Leute nicht. Das gibt es bei uns in Thüringen nicht. Ne? Was haben die für ein Problem mit den Radfahrern? Also seid mal ein bisschen freundlich. Es kann doch nicht so schwer sein. Ansonsten, die Gegend hier ist mega schön. Die Berge, ein Traum. Die Straßen sind aber auch echt gut. Nicht so viele Radwege wie bei uns, aber trotzdem, der Straßenbelag ist super. Wir probieren heute
das Restaurant vom Hotel aus, haben uns gerade das Essen bestellt und lassen den Abend schon ausklingen. Morgen geht es wieder zurück. Wir planen morgen mit den Rädern wieder nach München zu fahren, um dort den ICE zu nehmen. Jens bringt uns die Taschen zum Bahnhof mit dem Auto. Das ist mega nett von ihm. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich, Jens. Insgesamt, deine Heimat ist mega schön. Vielen Dank für viele schöne Touren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Kanal abonnieren, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.